Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von World of Tanks. Heute mal im Fudre-Panzer. Wir haben jetzt ein Magazin und wir haben Dynamik-Sachen hier zu verbessern. Wir machen es doch direkt mal an. Tag. Und wir haben einen kleinen Schild, falls er uns dann doch mal sehen sollte. Und wieder die Karte Redshire, wie auch schon beim ersten Mal. Aber diesmal wissen wir wenigstens, was wir machen müssen. Ne? Ist mir jetzt auch nicht so schwierig gewesen. Aber ich meine ja nicht wirklich gelesen, was man da zu tun hat. Und wenn man halt gar nicht weiß, was man macht, dann muss man halt erstmal gucken. Aber es hat ja auch nicht lange gedauert. Eine Minute, dann wusste man ja, wie es geht. Ne? Da ist er auch schon, der komische Typ. Putz. Die ist von penetratet. Er dreht wieder um. Right on target. Okay, ich muss mal ganz schön weg hier. Ciao, Leute. Oh, es ruckelt gerade ein bisschen. Kleines bisschen Schutzschild benutzt hier und dann ab dafür. Ciao, ciao. Mach's gut, liebe Welt. Und der andere Fudre ist leider gestorben. Naja, machst du nichts. So. Lasst mich mit erobern. Er ist hinter mir. Lass mich doch durch. Du Assi. Oh, nicht auf mich bitte. Schade. Ja, kein Problem. Wir spawnen einfach da und machen da ein bisschen Schaden. Mein Gott, ich habe gerade ein Problem mit der Stimme. Naja. Ja, immer Gruppen von drei sagen die, ne? Drei sind tot und die anderen drei sind komplett unterschiedlichen Positionen. Klappt auf jeden Fall gut. Egal, wir gehen trotzdem zum Punkt B. Allein schon, weil hier noch ein bisschen was zu clearen ist. Und gleich, wenn alle gespawnt sind, können wir dann gemeinsam einen Punkt erobern. Ist ja natürlich der Zielpunkt, dass ich hier gleich wieder rein teleportierte, dann natürlich nicht. Sehen. Sehr schön. Like a knife through butter. Eliminated. Right on target. This is for you. Okay, ich wollte ihn eigentlich anzünden, hat leider nicht ganz so funktioniert. Egal. Oh, da ist ein anderer Tiger. Guten Tag. Take this. So. Perfekt, jetzt habe ich ihn angezündet. Ist ein bisschen spät, aber besser spät als die, ne? Oh. Ich dachte, er wäre da unten irgendwo gewesen. Schade. Da wusste ich leider nicht, wo er ist. Aber ist ja nicht so schlimm. Okay, er ist hier. Ich spawn trotzdem da oben. Weil damit rechnet er nicht. Und wir gleich wieder hier zurück in die Mitte fahren. Dann können sich die anderen drum kümmern, denen schon mal hier Schaden zu machen. Na, ob das funktioniert oder nicht? Was meint ihr? Ja, sie ist angehalten. Taktik funktioniert. Easy. Oh, brauche ich gar nicht. Like a knife through butter. Nee, jetzt fahr doch nicht wieder weg. Ey, du Sau, bleibst du mir bitte ganz kurz stehen? We have the target. Target lock released. That one penetrated. This is for you. So. Right on target. Ei, caramba. Ich hatte noch den Schutzschild aktiviert, aber ich dachte, der hält ein bisschen länger als 2-3 Sekunden. Aber hat sich trotzdem gelohnt. Er konnte mich nicht killen und hat gut kassiert. Frage, macht es Sinn, da noch ein bisschen was rein zu investieren in den? Was? Ich bin nicht durchgekommen. Nee, mach's nicht. Ich dachte, einen Schuss kriege ich noch rein. Ist aber nicht so schlimm. Oh. Weg Isa. Er ist von da unten. Hide and Seek was always my favorite game.
Ja, die werden wir jetzt nicht schaffen. Die müssen jetzt entweder fliehen, aber ich denke mal, der Thunderbolt wird sterben. Schade für ihn. Wobei, rein theoretisch könnten die ja B einnehmen jetzt, ne? Cool. Generator overload started. We'd be faster with more tanks. So. Kurz rüberrasen. Vielleicht schaffen wir es noch in der Zeit. Vielleicht können wir noch kurz mithelfen. Weil für die Tagesquest muss man ja immer diese ganzen Dinger da erobern. Apropos Tagesquest. Ich habe ja gesagt, ich habe eventuell die Möglichkeit, die doch noch zu machen, ne? Das ist schlecht. Nein, nicht dagegen fahren. Ich wollte da vorbeifahren. Ja, total nutzlos. Richtig verschwendet. Ja, ich hätte einfach rechts fahren sollen. Direkt wieder raus. Das war total dumm. Ich wusste nicht, dass das Feld von dem so groß ist von der Waffe. Ich dachte, das wäre so groß wie ein Spot. Dachte, okay, wenn es hier blau ist, dann hat er wahrscheinlich hier unten so hingezielt. Kannst du oben schon wieder rausfahren, bist du schnell unterwegs. Dann fahre ich auch noch in diese scheiß Kette vom Spot. Da wollte ich gar nicht gegenfahren. Naja. Ich hätte doch einfach zu A fahren sollen, so wie ich es gesagt habe. Aber hat er gut gemacht mit seinem komischen Dingen. Wir sollen doch da oben gehen damit hin. Aber er kommt halt gleich dahin, ne Leute? Ich weiß nicht, ob das so eine smarte Idee ist irgendwie. Ich meine, gut, was willst du machen, ne? Also irgendeinen Punkt werden wir auf jeden Fall kriegen. Ready to fire. The shield is vulnerable. Strike now. We can't let this opportunity slip away. Did they destroy my shield? So, und rein da. Ciao. Ich wollte dich durch die Rampe, aber ich musste kurz... Warte. Tot. Wäre der Verbindung nicht da gewesen, hätten wir einfach durchfahren können. Naja. So eine Scheiße, Alter. Ach, was eine tolle Runde. Ich gucke nur zu quasi. Dass man nicht einfach eine Cam hat, um den Leuten zuzugucken, verstehe ich aber auch nicht. So, warum muss diese Ansicht hier sein? Kann ich nicht einfach irgendwie... Ich habe auch schon alles versucht, ich kann aber auch das nicht wegmachen. Das ist richtig dämlich gemacht irgendwie. Ganz komisch. Und vielleicht noch eine Frage. Warum sind wir nur zu 6 hier drin, wenn noch 7 steht? Frage über Fragen hier. That's a good barrier. Very reliable. The enemy shield is restored. Go ahead and overload another generator. Nun gut, fahren wir nach rechts. Oh, ich bin instant gespottet worden, weil er mich da hinten gesehen hat. Das ist natürlich ärgerlich, aber nicht so schlimm. Target blocked. Naja. Also es war fast ohne Runde zugucken. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Drauf geschissen. You have to stop. Ja, ja, bla bla. So, das war Projekt Hyperion hier schon mal für diese Folge, ne? Erstmal Zug verlassen, der bringt mich auch gefühlt gar nichts. Das ist komplett unnötig, ehrlich gesagt. Teampunktzahl, sortieren wir dann nach Erfahrung, auch richtig wieder unnötig. Schadenstechnisch alle ungefähr im selben Rahmen, sag ich mal. Er 16.500 Schaden, hat auch wieder gut gewonnen hier. Nicht schlecht. Und Aufträge, ja, Hab ich nicht einen mit überladen? Schade, naja. Passiert. Beim nächsten Mal nochmal ganz kurz den Pojitska. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Moos auch tatsächlich, weil die Belohnung kann ich eh nicht erreichen. Die ganzen Sachen da. Es sei denn natürlich, ich würde jetzt die Tickets kaufen. Oder halt hier mit Stufe 5 eventuell eins bekommen, aber... Finde ich ein bisschen kacke gemacht irgendwie. Dass es quasi so ein Pay-to-Access-Ding ist. Mag ich nicht. Aber ich finde den Bonus generell nicht so toll. Aber dazu sage ich in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Da gebe ich ja immer ein Fazit. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.